Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch dieser Haushalt folgt unseren rot-grünen Leitlinien: Kinder und Jugendliche fördern, Bildungsgerechtigkeit schaffen, Familien stärken und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. Und die Zahlen sprechen eine absolut deutliche Sprache. Seit 2010 ist der Haushaltsansatz in diesem Bereich um 1,2 Milliarden Euro angewachsen. Und damit haben wir die Mittel um satte 66% erhöht. Meine Damen und Herren, das ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Bildungsgerechtigkeit und die Stärkung der Familien gehen in der Praxis Hand in Hand. Wir haben mit unserem rot-grünen Änderungsantrag den Ansatz für die Familienhilfen noch mal um 2 Milliarden Euro erhöht. Und das tun wir, weil wir insbesondere den Familienbildungsstätten Planungssicherheit für ihre Arbeit geben wollen. Mit diesen Mitteln werden in den Familienzentren vor allem die bildungsfernen Familien erreicht. Sie werden niedrigschwellig erreicht und sie fügen sich somit ein in unseren gesamten Maßnahmenkatalog gegen Kinderarmut. Das sind unter anderem die Mittel für die Plus-Kita, das ist das Projekt Elternstart in NRW, das ist der Gebührennachlass für einkommensschwache Familien und der Familienbildung, den wir bereits im letzten Jahr ja durch einen rot-grünen Änderungsantrag angehoben haben. Ich habe übrigens in den letzten Wochen eine Kita in Essen besucht, die mitarbeitet in dem Projekt Armutssensible Kitas. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, wie die Landesmittel, und zwar dieses gesamte Paket der Landesmittel, dort auf fruchtbaren Boden fallen und genau da ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden, nämlich bei den Kindern und Familien aus den benachteiligten Familien. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein wichtiger Schwerpunkt in diesem Haushalt sind natürlich, wie in anderen Einzelplänen auch, die Kinder und Jugendliche aus den geflüchteten Familien. Und für diese Kinder, die wirklich, das wissen wir alle, Unvorstellbares erlebt haben, die oft ja monatelang ohne ein festes Dach über dem Kopf unterwegs waren, ist es besonders wichtig, dass sie hier wieder unbelastet spielen und lernen können. Und deshalb haben wir in Nordrhein-Westfalen das sehr erfolgreiche Brückenprojekt, die Brückenprojekte, auf den Weg gebracht und schreiben diese Erfolgsgeschichte mit erheblichen zusätzlichen Landesmitteln fort. Ein positiver Effekt übrigens ist, dass die Kinder so frühzeitig an die Kindertagesbetreuung herangeführt werden und, das wissen wir, damit einen erfolgreichen Weg der Integration gehen können, denn die frühkindliche Bildung fördert den Spracherwerb, sie fördert den späteren Erfolg in der Schule und das sind ganz wichtige Schritte für die Integration der Kinder aus geflüchteten Familien. Meine Damen und Herren, nach wie vor steht für uns oben auf der Agenda die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und in unserer rot-grünen Regierungszeit haben wir im Vergleich übrigens zur CDU-geführten Regierung 100.000 Plätze mehr für die Kleinen, für den U3-Bereich geschaffen. Und damit haben wir im Reigen der Bundesländer die höchste Ausbaudynamik überhaupt erreicht. Meine Damen und Herren, auch im Jugendbereich haben wir Wort gehalten. Der Kinder- und Jugendförderplan bleibt auf dem hohen Niveau von 100 Millionen Euro sofort. Und wir beweisen auch hier in der Förderung von jugendpolitischen Projekten Verlässlichkeit. Wir ermöglichen eine eigenständige Jugendpolitik und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbstständigen, autonomen Persönlichkeiten. Würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ten Humberg zulassen? Ja, sehr gerne. Bitte schön, Herr Kollege Ten Humberg. Herr Präsident, liebe Frau Asch, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe ein kleines Problem beim Verständnis Ihres Beschlussvorschlages, worüber wir gleich abstimmen sollen. Sie haben einen Änderungsantrag hier eingebracht, wo Sie die Verfügungsmittel, die Mehrausgaben bezüglich der Haushaltsposition Familiendienste und Familienhilfen reduzieren in Nummer 6 von 5,1 auf 3,1 Millionen. Das Ministerium hat mit Schreiben vom 21.09. mitgeteilt, dass diese Haushaltsposition abgesprochen sei und auskömmlich sei. Können Sie mir mal erklären, welchen Hintergrund Ihres Antrags dort vorliegt?
Bitte schön, Frau. Also, lieber Bernhard Tinhumberg, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade nicht zugehört hast. Ich habe genau zu Beginn meiner Rede genau diesen Haushaltsantrag begründet. Familienhilfe, da ist die Familienbildung drin, da sind natürlich auch andere Maßnahmen drin. Und ich habe es auch sehr eindeutig erklärt, also vielleicht noch mal dann später in meiner Rede nachzulesen. Aber gut, die Zwischenfrage ermuntert mich jetzt mal, auf die Anträge der Opposition einzugehen. Wo ist denn eigentlich ein Antrag der FDP-Fraktion? Wo ist ein Antrag der Piraten? Wo ist denn der Gestaltungswille der Opposition in diesem wichtigen Feld? Familienpolitik, Politik für Kinder und Jugendliche. Nichts ist da zu sehen. Und kommen wir, lieber Bernhard Tinhumberg, zu dem Antrag der CDU-Fraktion. Die CDU blamiert sich mit dem Antrag, dass die Eltern mit ihren Beiträgen, die sie jetzt nicht mehr refinanzieren werden sollen aus Landesmitteln, die Investitionsmitteln in den Kitas bezahlen sollen. Das ist doch hanebüchen. Dafür wollen sie den Eltern das beitragsfreie Kita-Jahr streichen. Und dann prellt die CDU genau an dieser Stelle die Eltern, die wir stärken und fördern, doppelt. Denn dieses Geld kommt mitnichten in Gänze den Eltern und Familien zugute und den Kitas schon überhaupt nicht. Einen großen Teil, nämlich 112 Millionen Euro, fließt einfach rein in die Schulden oder was auch immer Sie dafür vorsehen, jedenfalls in den allgemeinen Haushalt. Das, lieber Bernhard Tinhumberg, ist Politik auf dem Rücken von Familien, auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen. So, ich mache weiter in meinem Redetext. Meine Damen und Herren, wir Rot-Grün machen das auf der gesamten Linie besser. Wir werden auch das, was eben debattiert wurde, zeitnah umsetzen, nämlich unser erklärtes Ziel, die finanziellen Rahmenbedingungen für die Kitas substanziell zu verbessern. Aber wir machen das gemeinsam mit unseren Partnern, und das sind die Kommunen. Wir sind in intensiven Verhandlungen. Ich glaube, es lohnt sich noch ein bisschen zu warten, aber eins kann ich auch schon versprechen. Wir sind Rot-Grün nicht so kleinmütig wie das, was die CDU-Fraktion hier beantragt. Von den anderen Fraktionen ist ja überhaupt keine Forderung auf den Tisch. Daran können Sie uns messen, an diesem Versprechen und noch an etwas Weiterem. Wir werden die Mittel aus dem Betreuungsgeld, auch das haben wir zugesagt und öffentlich schon zugesagt durch die Fraktionsvorsitzenden, wir werden die Mittel aus dem Betreuungsgeld des Bundes 1:1 in die Elementarbetreuung fließen lassen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, Rot-Grün ist und bleibt ein verlässlicher und starker Partner für Kinder, Jugendliche und Familien in Nordrhein-Westfalen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Wegner. Nee, ist keine Kontradiktion. Nur Dankeschön.